Hallo und damit Willkommen herzlich zurück zu willkommen unserem zu einer neuen Video. weiteren Wir sind wieder Folge heute voll und frei. Animation Wer sind denn Throwdown. euch? Yo, Happy New Year, Happy New Year. Doch. Ich wünsche euch allen ein Was heißt denn frohes hier ich? neues Wer seid ihr im Jahr. Vergleich? Was heißt denn hier ich? Wir. Wir. 2019 ist am Start. Ja. Und wir freuen uns auf weitere coole Tage mit euch jetzt hier. Was heißt denn coole Tage, coole Jahre? Ja, erstmal müssen wir abwarten, wie das mit YouTube und so weiter weitergeht. Aber jetzt erst einmal lassen wir uns davon gar nicht verrückt machen, weil Doch, wie gesagt, weil ich das glaube geht. sowieso nicht, dass Nein, da es geht irgendwas nicht da. passiert. Nein, Leute, es geht nicht darum, dass wir mit YouTube aufhören, sondern dass dieser Artikel scheiße war. Ja, das hatte ich ja schon im letzten Video mal angesprochen, aber ich mache mich da gar nicht verrückt, weil wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass in 2019 in der Richtung irgendetwas passieren wird. Aber wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. So, also. Insofern, ich freue mich auf eine coole Zeit mit euch. So, hier haben wir Mamas altmodische Geheimnisschatulle mit Mythic Dr. Zoidberg. Wie ich dazu stehe, wisst ihr ja bereits. So, haben wir die Meet Mentaya Box, die habe ich jetzt auch schon mehrfach kommentiert. Deswegen gehen wir auch gleich weiter zum Philip J. Fry, der ist ziemlich gut. Und ja, müsst ihr euch überlegen, ob ihr da die Steine investieren wollt. Also beziehungsweise, was heißt hier die Steine? Was laber ich denn für ein Zeug zusammen, das Geld investieren wollt? So, dann haben wir hier die Mythic Tina und auch dieses Pack ist ziemlich nice. Auch wenn ich jetzt nicht so von dem Kunst-BGE begeistert bin, aber das Ding ist schon echt gut. Eine McGriffin? Warte mal. Muss ich verarschen? Ah! Nee. Nein. Ey, zieh dir das mal rein, ne? Zieh dir das mal rein. Guck mal, die McGriffin, ne? Das fällt mir Ja. gerade mal so auf. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber es ist mir vorhin eben gerade im ersten Moment nicht aufgefallen. 100 Creds, ne? Ja, was, wie viel sind das? 10 Euro. Jetzt pass auf. 10, jetzt pass auf. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, jetzt so richtig. McGriffin. Einfacher Leggy, ne? 10 Euro. So, jetzt zieh dir das mal rein. Siehst du das? Ja, Ah, da 12, sind noch 12.000 Gems sind da. 12.000 Gems sind noch mit dabei, ja. Aber 100 Euro. Ja, 100 Euro für Für 12.000. einen Quad-Fused Philip J. Fry. Ja, 12.000, das ist viel. 12.000 Gems. 12.000 Gems, Müssen wir ja. mal gucken. Wie die normalen Preise sind. Guck mal oben bei den 30 Gems. Creds für 400 Gems. Das ist dann Na, dann extrem. ist es, aber echt gut, weil. Das ist extrem gut. Ja, wobei, ne, wobei, 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 wobei. 30 Creds für 400 Gems, dann hättest du 4000 Gems für 300 und 12.000 für 9000, für 900. Ne? Das heißt, 100 Creds würde dann nochmal der Philip J. Fry kosten. Quad-Fused. Das ist wiederum viel. Das ist, nee, dann ist es ja wieder, dann wären es ja wieder 10 Euro für den Philip J. Ja, das ist Fry. viel. 10 Euro für einen Quad-Fuse. Philip J. Fry ist nicht viel. Nein. Für eine einzige Karte. Für eine Quad-Fuse Philip J. Fry ist es nicht viel. So. Ja. Also ich würde auf jeden Fall keine 100 Euro für ausgeben, aber okay, von den Preisen her. Wenn man jetzt berechnet, dass man hier quasi das Ding da bekommt und dann nochmal 100 Gem, 100 Creds offen hat für eben ein Quad Fused und hier kosten 100, kriegst du 100 Creds eine einfache McGriffin, dann ist es, ja, passt schon vom Preis her dann. So, dann haben wir hier die Screen Repairer Box. Screen Repairer, Droff, Community College, Dr. Banjo, Quark Preschool und McGriffin und Steve Smith. Das ist eine ziemlich coole Box. Ist auch noch educated, aber leider läuft der educated aus. Insofern, naja, muss man mal schauen, wie es dann weitergeht. Dann haben wir jetzt hier, sind wir bei der Combo Mastery angelangt und dann haben wir hier den Raging Zoidberg. Gucken wir mal den Raging Zoidberg rein, rein, rein. So. Das ist nämlich der hier. Dann haben wir einen Dr. Zoidberg mit Sportkarten und dann kommt da hinten was raus mit Revanche und mit Craze. Und das ist schon ziemlich geil.
Also hier mit des Dingers zum Beispiel hätten wir hier 19 Revanche und 13 Craze. Ist schon ziemlich effektiv das Ganze. Aber 500 Gems will ich jetzt trotzdem nicht vorausgeben. Mache ich einfach nicht. Bin ich zu geizig dafür. Ja, Leute. Auch wenn immer alle sagen, oh, this is pay to win, this is pay to win, this is pay to win. Ein geiziger Herr gleich, der kommt hier auch vorwärts. Also, natürlich werde ich nie in der Top 10 irgendwo mit dabei sein, aber ich komme auch zumindest einigermaßen voran. So, also Peanut, Butter, Jelly, Brine. Das ist die nächste Kombo, die wir uns anschauen. Das ist diese hier. Und da haben wir einen Brine mit Kostümkarten. Und hier unten den Mythic Brine mit Rogers Kleiderschrank. Da kommt er da. Ja, das lohnt sich also nicht wirklich so. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und da machen 500 Gems überhaupt keinen Sinn dafür. So, ein bisschen anders könnte es jetzt aussehen mit dem Baseball Peter. Also Baseball Peter, habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Maxen wir das Ding mal, dann gucken wir uns den mal an, wie der aussieht. Hier haben wir einen Baseball Peter mit einem Peter und eben mit Blurns Ball, also mit einer Sportkarte. Jetzt haben wir ja den Mythic Peter schon da unten. Ja. Okay, da kommen immerhin 37 Angriff raus im First Hit und du hast den Stoß noch mit dabei. Also durch das Mauer, also Durchbrechen der Mauer. Und dann ist schon gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben tatsächlich nur eben diese beiden Möglichkeiten, so wie das aussieht. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder Fused Ones Level. Und dann haben wir da den Peter mit Blurns Ball. Und dann kommt da unten eben sowas raus. Da sind wir schon bei 40 Angriff im First Hit. Hier haben wir, wenn wir da jetzt mal 10% draufrechnen würden, wären wir bei 21 Punch und bei 20 Angriff. Da wärst du auch bei 41, aber das reicht nicht wirklich für einen First Hit. Leider reicht das nicht wirklich für einen First Hit. Also muss wirklich jeder sich selbst jetzt überlegen. Also das Problem ist, es gibt jetzt zwei Probleme an dieser ganzen Sache. Du hast zum einen, reicht es nicht wirklich. Selbst wenn du jetzt hier die 1000 Steine für ausgibst, um den First Hit zu landen. Manchmal reicht's, aber meistens eben nicht oder oft nicht. Kommt eben drauf an, ob ihr irgendwo in der Top 100 Gilde seid oder keine Ahnung wo. In der Top 100 Gilde reichen 41 im First Hit in der Regel nicht. Und das nächste Problem, das Problem Nummer 2, es gibt eben nur eine einzige Kombo-Möglichkeit, das ist der Peter mit der Blinds Ball, ja, und deswegen rate ich persönlich jetzt davon ab, diese Karte, also sich dafür die Steine zu holen, da wird es andere Kombos geben, die eben besser sind, ja. Also wir müssen ja ein bisschen sparsam mit den Steinen umgehen, es tut dann richtig weh, wenn dann so eine Hammer-Kombo als nächstes kommt und du hast dann von Baseball-Peter die Steine auszugeben, deswegen spart euch das jetzt, auch wenn es für den einen oder anderen verlockend ist, aber es ist nicht optimal. Ja, und wenn ich euch eine Kombo empfehle, dann soll die halt auch richtig geil sein. Ja. So, dann haben wir hier den Old Steve. Und der Old Steve ist hier in Steve Smith mit, da unten eben hier mit Geldkarten. Wir gucken mal, was passiert, wenn du das Ding maxen würdest und dann, kommt eben 33 im First Hit raus. Das einzig Gute daran ist, dass du das Motivieren zur Seite hast mit 14 nach rechts und 14 nach links. Das ist nicht so schlecht. Aber Money-Karten, die lohnen sich sowieso nicht. Also insofern auch da die Finger davon lassen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Ja, es ist 2019, Leute, und ich freue mich auf eine tolle Zeit mit euch. Und werden wieder ganz neue Videos kommen. Hoffentlich. Wieso hoffentlich? Artikel 13. Ja, das dauert ja noch, bis das da durchgeboxt wird. Wenn es überhaupt durchgeboxt wird. Ich glaube nicht dran, dass da was passiert, weil, wie gesagt, Google ist, glaube ich, auch relativ mächtig inzwischen.
Ein ziemlich starker Konzern und wenn nicht sogar einer der stärksten aktuell. Dann kann man kaum vorstellen. Ich denke, da war viel Panikmache mit dabei. Schauen wir mal, was passiert. Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.